Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu Baphomets Fluch Sündenfall. Im letzten Part haben wir die Tabula la Maledictio, da ich die beiden jetzt nicht durcheinander bringt, zurück zum Marquess gebracht, dorthin gehängt, wo es hingehört. Und wir werden jetzt herausfinden, was man tun muss, um das Geheimnis zu lüsten. Lüsten wir mal ein bisschen und gehen also zurück ins Spiel. In dem Regal stand eine Reihe alter Bücher. So, wir haben aber, glaube ich, noch ein Bild. So ein altes Familienbild. Das Foto zeigte die Familie Marquess. So. So, die Mutter, der Vater, das Amulett ist da. Es sind zwei Statuen da oben. Die fehlen hier. La Maledictio zurück an seinem angestammten Platz. Aber die Sockel sahen aus, als seien sie drehbar. Das war beinahe eine grandiose Idee. Beinahe. Okay. Hoppla, nicht das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte zurück, weil es fehlt. Denn ich habe, glaube ich, jetzt erkannt, was fehlt. Nämlich, es fehlen mir zwei Figuren. Die muss ich jetzt nur wieder finden. Am Kamin war die Skulptur eines jungen Mannes, der eine Kugel hielt. Der Heiligenschein erinnerte mich an die Figur in den Wolken in La Maledictio. In der ganzen Unordnung stand eine Kiste Brandy. So, gehen wir mal da rein. Da war ein Steinblock an der Wand. Er sah aus wie eine weggeworfene Statue. Zwischen dem Schutt lagen leere Patronenhülsen. Was genau war hier passiert? Die Tür war versperrt. Reden wir mal mit Marquess. Oh, ich habe noch eine grüne Statue. Wenn das die beiden Statuen waren, dann müssen sie voneinander weg. Schauen. La Maledictio zurück an seinem angestammten Platz. Aber wo waren die Hinweise versteckt? So. Was? In dem Gemälde steckten alle Antworten. Die Menschenpyramide der Heiligen hatte uns zum Kastell geführt. Wo die anderen Hinweise uns wohl hinführen würden? Ich nehme an, die müssten zueinander schauen. Das war die untere Hälfte einer grünen barfüßigen Statue.
Sie ähnelte den Statuen auf Marquess' Familienfoto. Die Sockel sahen aus, als... Die Sockel... Wenn ich nur ganz genau hinsah, würde ich alle nötigen Antworten entdecken. Der Priester schien ein Vorhängeschloss am Mund zu haben. Er deutete runter auf den Ring unter ihm. Das war der Körper eines Priesters, aber mit einem Hundekopf. Die Gestalt zeigte schräg nach oben auf den Ring über sich. Gut. Reden wir mal mit Marquess. Señor Marquess. Mr. Stobbart. Wenn wir diese Tabula finden wollen... Ja? Dann müssen Sie uns schon etwas helfen. Natürlich. Ich meine, indem Sie uns gegenüber völlig ehrlich sind. Wann war ich denn mal nicht ehrlich? Das hier habe ich gefunden. Daran erinnere ich mich aus meiner Kindheit. Schauen Sie sich das hier mal an. Eine alte Statue. Die hat wohl jemand für Schießübungen missbraucht. Eva ist also Ihre Tochter? Sie war ein Geschenk Gottes, spät in meinem Leben. Eines Tages wird sie in ihrem Herzen einen Platz finden für den Gnostizismus. Da bin ich mir sicher. Erzählen Sie mir etwas über das Gemälde. Als Kind habe ich stundenlang hier gestanden und es angestarrt. Wer war dieser geheimnisvolle Maler El Serp, die Schlange? Und wieso dieser Name La Malediction, der Fluch? Das habe ich meinen Vater auch gefragt, aber er meinte nur, ich solle mich gedulden. Eines Tages würde ich alles verstehen, sagte er. Wann waren Sie das letzte Mal hier, Senor? Nicht mehr seit diesem Tag, an dem mein Vater getötet wurde. Warum hat das Bild uns dann hergeführt? Wie ich schon sagte, weil sich nur in diesem Raum seine Hinweise zu erkennen geben. Warum ist die Tabula Veritatis den Gnostikern so wichtig? Sie ist ein Gegenstand von unerhörter Macht. Meine Vorfahren haben sie jahrhundertelang beschützt. Vor langer Zeit gingen sie ins Exil nach Katalonien und brachten sie mit. In jeder Generation kennt jeweils nur ein einziger Gnostiker ihr genaues Versteck. Mein Vater, Xavier, war der letzte von ihnen. Er wusste, dass sich finstere Mächte zusammenbrauten. Aber ich war noch zu jung, um das Geheimnis zu erfahren. Also gab er La Malediction in Auftrag und arbeitete Hinweise auf das Versteck der Tabula in das Gemälde ein. Aber was genau ist die Tabula? Was kann sie bewirken? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es eine Katastrophe für die Menschheit wäre, fiele sie in die falschen Hände. Senor, können Sie irgendwas auf diesem Gemälde entschlüsseln? Diese Pyramide der Heiligen natürlich. Ich wusste, dass damit ein Kastell gemeint war.
Und die Heiligen selbst sind Gnostiker. Sehen Sie die Frau in Rot? Die Sie auf dem Foto markiert hatten? Das ist Maria Magdalena. Wir verehren sie als wichtigste Jüngerin Jesu Christi. Aber der Rest? Ich habe keine Ahnung. Das Symbol auf dem Gesicht ist offensichtlich die Tabula. Aber die Elemente darum herum kann ich nicht deuten. Tja. Warum hat Pater Simeon, ein Dominikanerpriester, die Gnostiker als böse bezeichnet? Weil sein Orden speziell zu dem Zweck gegründet wurde, Ketzerei zu bekämpfen und den Gnostizismus auszurotten. Hinter ihrem Rücken nannte man die Dominikaner auch Dominicanes, die Hunde des Herrn. Viele Jahre haben die Hunde Gottes meine Leute gejagt und abgeschlachtet. Sie bezeichneten uns als Ketzer, doch in Wirklichkeit waren sie nur hinter der Tabula her. Was ist in Paris passiert? Wir dachten, sie wären tot. Ein Mann kam in die Wohnung, auf der Suche nach Signorita Collard. Er erwähnte ein gestohlenes Gemälde, das einem Russen gehören sollte. Ich habe ihm selbstverständlich gesagt, dass ich der wahre Eigentümer bin. Selbstverständlich. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass dieser Schläger mich in einen Sessel drückte und drohte, mich zu erschießen. Also habe ich ihm von dem Kastell erzählt. Und als er dann seinen Boss anrief, habe ich ihn mit einem Porzellanhund niedergeschlagen. Er ahnte wohl nicht, dass sie nicht nur bellen, sondern auch beißen, was? Also, das sind Sie mit Ihren Eltern? Genau. Aufgenommen genau in diesem Haus vor vielen Jahren. Gut. Sie sollten sich wieder darum kümmern. Schauen wir uns nochmal das Bild an. Zack, schauen wir uns das nochmal an. Nein, die schauen nicht hin, die schauen weg. Wie ich das gerade sehe. An dem Kamin hinter ihnen sah man zwei identische Statuen. An dem Kamin hinter ihnen sah man zwei identische Statuen. Endlich hing La Malediktio wieder an seinem angestammten Platz. An dem Kamin hinter ihnen sah man zwei identische Statuen. Hier sind sie weggedreht. Also wir haben die Statuen auf jeden Fall gefunden. Marquez hatte gesagt, das Gemälde enthalte Hinweise. Aber wenn es wieder in diesem Zimmer hänge, würde alles... So. Wir haben auf jeden Fall die... So. Vielleicht. Kann ich hier die Tür öffnen? Das wäre völlig sinnlos. Mein Handy hatte kein Netz. Ich konnte nicht telefonieren. Eine große zweiflügelige Tür versperrte den Weg. Tja.
Das war ein rundes, buntes Bleiglasfenster. Das wäre nutzlos. Auf diesem Schild waren heraldische Symbole aufgemalt. Auf der Schriftrolle unter dem Schild stand Girona. Auf der Schriftrolle unter dem Schild stand Butch Cerda. Die Skulptur an der Vorderseite des Kamins stellte einen alten, bärtigen Mann dar. Er sah einer der Figuren aus La Maledictio sehr ähnlich. Ich hatte einige Statuen über dem Kamin platziert, aber es war schwer festzustellen, ob es die gleichen waren wie auf dem Familienfoto von Marquez. In dem Gemälde steckten alle Antworten. Die bärtige Figur war der Figur am Kamin in dem Saal sehr ähnlich. Ob es da eine Verbindung gab? Die Kugel in der Hand des Alten leuchtete grünlich. Die Figur des jungen Mannes sah genauso aus wie die vor dem Kamin. Das konnte kein Zufall sein. Die jugendliche Gestalt hielt eine leuchtend blaue Kugel in der Hand. Es war eine Pyramide aus gequälten Seelen. Sie sahen aus wie die Verdammten. Es war ein Castell aus Heiligen. Castell del Sanz in Katalonien. Gut. Ich habe keinen Plan. Die grüne Steinfigur war barfuß und trug einen Hut. Das war die untere Hälfte einer grünen, barfüßigen Statue. An dem Kamin hinter ihnen sah man zwei identische Statuen. An dem Kamin... Aber ich fürchte, das sind auch nicht die richtigen. Senor, können wir mal kurz reden? Also, ich kann das. Sie auch? Was ich meinte, war eher... Ich bin beschäftigt. Ramon war in der Charmschule wohl gleich in der ersten Klasse rausgeflogen. Eine Ansammlung von etwas, das sich nur mit dem Begriff Krimskrams beschreiben ließ. Es sah aus, als sei dieser Teil des Kastells beschädigt worden. Das Ende des Durchgangs lag unter Schutt begraben. Ich habe keinen Plan, wie wir hier weitermachen. Also hier finde ich nur noch diese eine Tür, die... Die Tür war versperrt. Wie gesagt, mal wieder nicht aufmachen lässt. Irgendwie hat das Ding was mit Das wäre völlig sinnlos. Mit den verschlossenen Türen.
Señor Marquez. Auch hier nichts Neues. Wir müssen uns beeilen und das Rätsel lösen. Tja, ich glaube, ich werde hier tatsächlich das erste Mal zum den Tipps greifen müssen, leider Gottes. Ich habe keinen Plan, wie es hier zu lösen gibt. Gut, vielleicht können wir noch draußen. Sie wussten also nichts über das Kastell, bevor Sie herkamen? Gar nichts. Interessierte mich nicht. Ich halte lieber weiter Wache für den Fall, dass noch jemand auftaucht. Ihr Vater braucht unsere Hilfe, Eva. Mein Vater braucht vor allem Ruhe. Frieden und Ruhe. Nicht noch mehr von diesem Gnostiker-Unsinn. Also, was hast du rausgefunden? Nicht viel. Eva glaubt, ihr Vater werde langsam senil. Sie hat nicht viel übrig für den Gnostizismus. Sie war noch nie hier. Genauer gesagt hat ihr Marquess noch nicht mal was von diesem Kastell erzählt. Soweit ich weiß, kam sie nie gut mit ihrem Vater aus. Sie ist von zu Hause abgehauen, sobald sie konnte. Kann ich ihr nicht verdenken. Aber wieso ist sie jetzt hier? Marquess hat sie angefleht. Hat ihr erzählt, er sei in Gefahr. Ich glaube, ich gehe mal rein und sehe mich auch ein wenig um. Sag Bescheid, wenn du was findest. Ich hatte bisher kein Glück. Oh, da liegen noch zwei Statuen. Zwei in Blau. So. Ich hatte einige Statuen über dem Kamin platziert, aber es war schwer festzustellen, ob es die gleichen waren wie auf dem Familienfoto von Marquez. Alter, irgendwas übersehe ich. Schauen wir uns nochmal das Foto an. So, meine lieben Freunde, ich glaube, ich mache jetzt hier mal einen Break. Das Rätsel lösen wir dann das nächste Mal. Ich verbleibe mal mit einem heißen Feuer, euer Gaming Dragon.